Ich bin euer untertänigster Diener, mein Richter. Diktator, der letzte der ehrwürdigen schwarzen Ritter, kniete nieder vor der hagigen Gestalt des Richters und küsste die in Samthandschuhe gehüllten Hände. In eine schwarze Kutte gehüllt und das Gesicht hinter einer dunklen Kapuze verborgen, waren die schmalen gepressten Lippen das einzig Sichtbare am Richter, der hier in seiner gigantischen, aus schwarzem Marmor erbauten Pyramide im Zentrum des Universums. Gesetze erließ und deren Befolgung mit unerbittlicher Strenge überwachte. Sie sind meine allergrößte Flasche, Diktator. Sie haben sich von Schnörk überrumpeln lassen, sagte der Richter. Diktator schnaufte heftig, erfüllt von gerechtem Zorn. Schnörk ist gemein und handelt unlauter. Da können Sie sich eine Scheibe von ihm abschneiden, Sie schwarzes Bündel Blech. Hören Sie, Taylor, ich gebe Ihnen drei Wochen Zeit, diesen Piraten ein für allemal unschädlich zu machen. Das werde ich, mein Richter. Und ich warne Sie, versagen Sie nicht wieder. Das werde ich, mein Richter. Diktator eilte schnell hinaus, um nicht weiteren gemeinen Vorwürfen ausgesetzt sein zu müssen. Der Richter blieb zurück, überzeugt, der schwarze Ritter Diktator werde auch in Zukunft der Aufgabe nicht gewachsen sein, für Ordnung und Ruhe im Reich zu sorgen. Und der Richter, verborgen hinter seiner Kapuze, dachte nach. "Kapitän Schnark", rief das Monster von Beta Niobe den Blick in den Himmel des giftgrünen Gasplaneten im Sektor 5 gerichtet. "Der Tag der Rache kommt!" Es kniete nieder am schmalen Kanal aus heiligen, gebrannten Lehm, durch den die sterblichen Überreste seines Vaters nach Ahnensitte in das ewige Grab des Morastmeers heimgesunken waren. Lange Zeit würde es dauern, bis es wieder in die Dschungel der Heimat zurückkehren würde, denn die Zeit war gekommen, Rache zu nehmen. Rache am Mörder, der seinen kranken und gebrechlichen Vater mit dessen eigenen Gehstock vor Jahren erschlagen hatte. das monster begab sich zu seinem kampfflugzeug es zündete die triebwerke des schwer gepanzerten flugwerks hob ab fegte über das große morastmeer stieg steil empor fauchte durch die farblose wolkensuppe hinaus ins weite all um doch zwischen zigtausenden von sternenlichtern den mörder seines vaters zu suchen und ihm den garaus zu machen Ich weiß nicht, warum wir immer so gefährliche Sachen machen müssen. Der Navigator des Raumschiffs Entenscheiß, Pavel Scheckow, blickte sorgenvoll auf den Radarschirm. Nur zwei Entfernungskreise vom Mittelpunkt entfernt leuchtete ein fetter, roter Punkt, der langsam aber stetig näher rückte. Bringen Sie uns näher ran, Navigator. Kapitän Schnörk saß auf seinem Kommandosessel in der Mitte der Brücke, von wo aus er mit leichter Wendung seines Kopfes, höchstens noch einer kleinen Drehung des Sessels, die Besatzung und alle wichtigen Instrumente sofort im Blick hatte. Vorsichtig bewegte Scheckhoff den Schubhebel des Raumschiffs nach vorne. Der Lichtpunkt auf dem Radar hüpfte ein bisschen weiter, der automatische Rotalarm begann zu tuten und verkündete: Es drohe nunmehr Gefahr. Ich will nur die neue Strahlenkanone ausprobieren. Schnörk schaltete den seiner Ansicht nach überflüssigen Rotalarm aus. Navigator Scheckow starrte auf den großen Hauptbildschirm. Ein riesiger Kalamar, ein Weltraumkalamar, driftete vor ihnen durchs All, nur 50 Meter entfernt, die großen Blubschaugen auf die Entenscheiß gerichtet. Aus dieser Entfernung, so fürchtete Scheckow, könnte der Kalamar mit einem kurzen, kräftigen Schlag seinen Tentakel auf das Schiff schnellen. Ist dann festgesaugt, mit einem gewaltigen Rückwärtsschub in den nahegelegenen Asteroidengürtel zerren und dort an den Felswänden zerknacken. Die Kanone ausprobiert haben wir doch schon letzte Woche, protestierte er. An einer Marskolonie, ergänzte Funkerin Uhure, die den Kalamar süß fand. Wissenschaftsoffizier Dr. Spuck war tief über seine Geräte gebeugt. Kapitän, der Weltraum Kalamar ist das letzte lebende Exemplar seiner Gattung. Wenn wir ihn erforschen, studieren. Leider haben wir wenig Zeit für solche Studien, Dr. Spuck, sagte Schnörk. Und zu Scheckow gewandt befahl er: Feuer frei! Der Navigator war froh, den auf dem Bildschirm bedrohlich anwachsenden Kalamar aus der Flugbahn des Raumschiffs befördern zu dürfen und drückte den notwendigen Schalter. Kapitän, der wissenschaftliche Aspekt unserer Mission gebietet, Beharrte Spuck. Doch der grelle Blitz und der empörte Aufschrei der Funkerin, als der Kalamar in die Luft trug, beendeten seinen Einwand. Scheckhoff navigierte das Raumschiff schnell aus dem Haufen frittierter Kalamarstücke heraus. Der Kapitän war ausgesprochen zufrieden mit dem Ergebnis. Er lehnte sich in seinem Kommandosessel zurück. Stand auf und ging ein paar Schritte hin und her. Schließlich sagte er: "Wir sind jetzt stark genug, einen imperialen Gleitzug anzugreifen. Tschechow bringen Sie das Schiff auf Lichtgeschwindigkeit 8 in den Delta-Nebel. Falls sich irgendwelche Hindernisse in den Weg stellen, ich bin in meiner Kabine." Schnorrg verließ die Brücke mit dem großen Turbolift und gab der entsetzten Brückenbesatzung keine Gelegenheit, gegen ein solch gewagtes Unterfangen Einspruch zu erheben. Imperiale Geleitzüge waren schwer bewaffnete Flotten von Sternenschiffen, deren Frachter im Rahmen intergalaktischer Hilfe Nahrungsmittel, Medikamente und Waffen für beide Seiten in Kriegsregionen brachten. Einen solchen Geleitzug anzugreifen hatte bislang niemand gewagt. Unter Besatzung des Raumschiffs Entenscheiß ich warnte Schlimmes für die Zukunft. Guten Morgen, meine Herren. Willkommen auf der Königin der Waffen, dem mächtigsten Kampfschiff des Imperiums. Begrüßte Admiral Gelbfuß den schwarzen Ritter, als dieser die Brücke des riesigen Schlachtschiffs betrat, das um den Planeten Leviathan kreiste. Tader ignorierte Admiral Gelbfuß und seine Adjutanten und schritt, gewichtig schnaufend, ansonsten stumm, vor eines der großen Sichtfenster. Er richtete den Blick auf die unendlichen Weiten des Weltalls fest entschlossen, nicht weiter Teil des unwürdigen Treibens, um sich herum zu sein. »Was sind Ihr Befehle?« donnerte Admiral Gelbfuß, nachdem er sich zusammen mit seinem Adjutanten hinter Dick Tader aufgebaut hatte. Diktator blickte schweigend ins All hinaus und machte keinerlei anstalten auf die frage zu antworten sie haben sicher einen plan wie wir den schrecklichen piraten schnörk fangen nein dann kam tedos knappe antwort sollen wir das schiff erstmal in den überraum starten nein ah sie wollen zuerst suchsonden losschicken die kapitän schnörk und sein raumschiff auffinden nein dann überwachen wir den funkverkehr wir können das besonders gut mit unserer nein der Richter ist danach, wie ihr alle! Mit diesen Worten begann Diktator langsam die Kommandobrücke abzuschreiten, vorbei an den lächerlichen Schaltknöpfen und den nutzlosen Blinklichtern des Superschlachtschiffes. Glauben Sie etwa, dass ich Schnörk suchen muss? Nein! Schnörk wird mich suchen und er wird um den Kampf betteln, den ich ihm in meiner Güte und Huld versagt habe. Schnörk wird zu mir kommen, denn ich bin in seinem Kopf! »In seinem Kopf bin ich und zwinge ihn dazu. Tief eingegraben habe ich mich in sein Bewusstsein, und er wird mich nicht mehr los.« »So wie ich ihn nicht mehr los werde, der Schwein, die Kanalratte.« »Kanalratte! Oh, wie ich dich hasse, Johannes Schnork! Wie ich dich hasse!« Und hinaus in die Weiten des Altsbrüllen rief er. »Bringen Sie das Schiff in den Überraum! Schicken Sie Suchsonden aus und überwachen Sie den Funkverkehr!« »Aber plötzlich!« Ich muss Schnörk finden, sonst habe ich keine Ruhe. Schnörk, nicht schießen! Wir werden den Geleitzug auflösen. Der Kapitän des Geleitschutzzerstörers war völlig verdutzt, als das berüchtigte Raumschiff Entenscheiß plötzlich auftauchte und er die Aufforderung übermittelt bekam, sich umgehend zu ergeben. Pirat Schnörk, höchstpersönlich, erschien auf dem Bildschirm und teilte mit: Der zu beschützende Frachter sei zu verlassen, sonst werde ohne weiteres geschossen. Kapitän Schnörk war durch die Vernichtung des Weltraumkalamas endgültig zum Schrecken des Universums geworden, wegen der sinnlosen Grausamkeit einerseits, aber auch wegen der neuen Strahlenkanonen, die er ohne zu zögern, einsetzte. Der Geleitzugkapitän wiederholte zur Sicherheit noch einmal Nicht schießen, Kapitän Schnörk! Geleitzug wird aufgelöst! Dann gab er entsprechende Befehle an seine Besatzung, und bevor er den Bildschirm abschaltete, dachte er noch ein kräftiges Vor oh, zur Schnörk. Aber leise, ganz leise. Der nunmehr verlassene Frachter trieb seelenlos durchs All. Die Besatzung hatte sich eiligst auf den schützenden Zerstörer hinübertransportiert und war mit diesem verschwunden. Schnörk hatte es sich nicht nehmen lassen, ein paar Strahlenschüsse hinterher zu feuern, die aber keine größeren Schäden verursachten. Sie werden uns hängen, alle, stöhnte Navigator Scheckow. Ich habe gute Freunde bei der Weltraumpolizei, bemerkte Funkerin Uhure. Schnörk aktivierte den Traktorstrahl, der die beiden Schiffe aneinander binden, und ein Abdriften des steuerlosen Frachters in das nächstgelegene schwarze Loch verhindern sollte. Kapitän, ich schlage vor, räusperte sich Dr. Spuck, in Zukunft den wissenschaftlichen Aspekt unserer Mission genauer wahrzunehmen. Er fügte, nachdem keine Reaktion des Kapitäns auf das gesagt erfolgte, hinzu, ich als Kapitän der Entenscheiß würde. Sie wollen das Raumschiff übernehmen, Dr. Spuck? Spuck fühlte sich einen Moment tatsächlich versucht, weitere Ausführungen zum Thema Kommando und Führung folgen zu lassen, ließ jedoch schnell davon ab, als er Schnörks eisigem Blick begegnete. Schnörk erhob sich, marschierte in Richtung Turbolift und gab klare Befehle. Spuck, sorgen Sie dafür, dass der Kram von dem Fracht auf die Entenscheiß hinübertransportiert wird und bevor sich die Türen des Lifts schlossen, gab er dem Navigator noch den Auftrag, dem Doktor Spuck beim Transport zu helfen, da das sonst wieder ewig dauere. Der Richter des Universums hatte schon oft getobt, besonders wenn es um das Thema Schnork ging. Aber dass dieser einfach so mir nichts, dir nichts, einen imperialen Gleitzug überfiel, während Herr Schwarzer Ritter, Blechbüchse Diktator, wieder einmal ziellos durchs All flog, das war zu viel. Niemand ist mir sicher, die Leute beginnen unzufrieden zu werden, fauchte er den am anderen Ende der Galaxis stehenden Diktator über Sprech- und Bildverbindung an. Die Leute sind immer unzufrieden. Ich bin unzufrieden mit Ihnen, tobte der Richter, beendete die Verbindung und ließ den Schwarzen Ritter samt Admiral Gelbfuß und Adjutant einfach stehen. 40 Jahre sei er nun im Amt, dachte er unruhig auf und abgehend. Das Universum sei befriedet, das Reich blühe. Was diesen Schnark denn dazu veranlasse, das Sandkorn im Getriebe zu spielen, das hatte er sich schon oft gefragt. Er sei ja schließlich mal ein hochdekorierter Offizier der Sternenflotte gewesen, jüngster Kommandant eines Raumschiffs, strahlender Held in den krudischen Kriegen, wo er an der Seite seines berühmten Vaters das Zeichen des TU gegen die heidnischen Kruden hochgehalten hatte. Weiber, dachte der Richter, das müsse eine Weibergeschichte sein, das könne gar nicht anders sein, und blätterte die Sterntagebücher des Raumschiffs Entenscheiß durch, wieder einmal, von vorn bis hinten. Bis ihm diesmal etwas ins Auge fiel, das er oft gelesen, jedoch nie recht beachtet hatte. Die schöne Navigatorin Elia Helmreich hatte in den krudischen Kriegen vor Jahren also unter Schnörks Kommando auf der Entenscheiß gedient. Eines Tages hatte sie die Sternenflotte und damit Schnörk ohne Kündigung und Wahrung ihrer Pensionsansprüche plötzlich verlassen. Genauso plötzlich und eben zur gleichen Zeit wie der Hilfsmaschinist der Entenscheiß, Wilhelm Decker. Schnörk hatte damals weder eine neue Navigatorin noch einen neuen Hilfsmaschinisten angefordert. Im Trubel der letzten Schlachten der Krudischen Kriege war diese Ungewöhnlichkeit niemandem weiter aufgefallen. Die Chronik jedoch zeigte, dass Schnörks Unbotmäßigkeit damals begonnen hatte. Mit einem Mal erkannte der Richter die Wahrheit. Weiber! Das war eine Weibergeschichte. Kapitän Schnörk war verliebt in seine Navigatoren gewesen, und die Angebetete, eben jene Hellenreich, war mit dem Hilfsmaschinisten durchgebrannt. Wie peinlich. Und die Sonne ging über der Hauptstadt des Reiches auf, und ihr Strahl glitt durch die Fenster, und der Richter wusste, wie er den Piraten Schnörk fassen konnte. Kapitän, ich empfange einen Notruf, meldete Funkerin Uhure. Schnork blickte zum Radarschirm, auf dessen äußersten Kreis ein schwach leuchtendes Pünktchen aufgetaucht war. Was ist denn das? meinte er ohne großes Interesse. Hilfe, Hilfe. ertönte es aus dem Lautsprecher kaum verständlich, von Störgeräuschen überlagert. Die Stimme einer Frau, jedenfalls, das war zu hören. Wir sind angegriffen worden, Weltraumkruden haben uns befallen, unser Schiff ist zerstört. Navigator Scheckhoff schwante Schlimmes, nämlich, dass gleich der Befehl erteilt würde, Kurs zu nehmen auf die Quelle des Notrufs, um zu sehen, was da los sei. Navigator, programmieren Sie Kurs, Lichtgeschwindigkeit 8. Ich finde, wir sollten uns das wenigstens mal ansehen, kommandierte Schnörk. Spuck hatte bereits seine Sensoren auf das Ziel ausgerichtet. Ein Wrack, schwere Einschüsse von Strahlenkanonen. Wertvolle Ladung, wollte Schnörk wissen. Kaum eine Personenfähre. Weltraumkruden, dachte Scheckhoff besorgt. Die wären bestimmt noch in der Nähe. Und Funkerin Uhure zeigte sich ebenfalls beunruhigt, denn falls die berüchtigten Kruden tatsächlich noch in der Nähe lauerten, würde auch ein guter Freund bei der Weltraumpolizei nicht helfen können. Vielleicht ist doch etwas Wertvolles da drinnen, überlegte Schnörk. Es könne ja nicht schaden, das Wrack mal genauer anzusehen. Kapitän, die senden wieder vom Wrack. Ich habe jetzt ein Bildsignal, meldete Uhure. Auf den Schirm damit. Schnörk erhob sich und trat ein paar Schritte nach vorne. Der Bildschirm flackerte, bunte Farbtüpfel tanzten darauf herum, bis er schließlich ein Bild zeigte, mit dem keiner der Raumfahrer gerechnet hatte. Entfuhr es Schnörk. Das Blut war aus seinen Adern gewichen. Er trat einen Schritt zurück und landete völlig erblaßt auf seinem Sessel. Ilja Halmreich, erläutete Funkerin Uhure die Situation. Die Frau, die den Kapitän verlassen hat, sagte Schäckhoff. Eine solche Bemerkung wäre unter anderen Umständen Chekhovs sofortiger Tod gewesen. Die bloße Erwähnung des Namens der Geliebten oder schlimmer noch die des Hilfsmaschinisten Decker veranlassten den Kapitän zu schlimmsten Ausbrüchen. Schnörk jedoch saß im Moment nur völlig verstört auf seinem Sessel und wäre da wohl noch eine Weile so gesessen, hätte ihn die indiskrete Bemerkung des Navigators nicht knallhart in die Gegenwart zurückbefördert zerstören Sie die Fähre, presste er tonlos hervor, die Finger um die Lehnen seines Sessels gekrallt. Und während Scheckow noch überlegte, ob er das wirklich tun sollte, mischte sich mit gewichtiger Stimme der Wissenschaftsoffizier Dr. Spuck in die Angelegenheit. Kapitän, ich bitte Sie, mahnte er eindringlich. Denken Sie an Ihre menschlichen Gefühle. Gefühle sind Scheiße, fauchte Schnörk, jetzt sehr erregt. Und er wollte gerade den endgültigen Befehl zur Vernichtung der Raumfähre geben. Da drang das Bild der verzweifelten Frau, die in ihrem zerschossenen Raumschiff um Hilfe flehte, mit einem Mal so tief in sein Herz, dass er sich gar nicht wiedererkannte. Er fühlte die Grenze zwischen Leben und Tod, erschrocken plötzlich vom Wahnsinn, ein Leben mit einem einzigen Kommando auszulöschen. Bringt sie an Bord. Na, mal sehen. Dr. Medizin Wiederkäu hat in den letzten Jahren auf seiner Krankenstation an Bord der Entenscheiß nicht viel zu tun gehabt, außer sich auf schnelle Heilung der Folgen exzessiven Trinkens zu spezialisieren, was ihm mittlerweile exzellent gelang, da er es reichlich an sich selbst erprobte. Dein Mäuschen wird wieder. »Sei froh, dass du deinen alten Doktor nicht als Sklaven an die Kruden verkauft hast«, rülpste Doktor Wiederkeu, und verabreichte Elia helmreich auf dem Krankenbett eine hohe Dosis auf Weginjektion. Er nahm einen kräftigen Schluck trojanischen Whiskys zu sich und bemerkte noch, bevor er besoffen umkippte, er, der Kapitän, hinge wohl noch ganz schön an der Kleinen. Hilfe! Kruden, die Kruden kommen auf uns zu! Elia Helmreich schreckte hoch, als der Doktor betrunken zu Boden plumpste. Sie sind in Sicherheit, Navigator, sagte Schnörk. Die eben aus Todesgefahr erlöste Elia erkannte ihren ehemaligen Kapitän. Der stand, weil er nicht recht wusste, wie er dastehen sollte, die Arme hinter dem Rücken steif verschränkt, die Finger fest verknotet, nervös mit dem Fuß tappelnd, vor ihr. Und unglaublich, aber wahr! Sie sprang auf, warf sich an ihn und hielt ihn zitternd umklammert. Oh Gott, die Kruden, es war so schrecklich! Schnörk spürte die Wärme ihres bebenden Körpers und drohte zu kollabieren. Oh Kapitän, Sie haben mich vor den Kruden gerettet, obwohl Sie allen Grund haben, mich für immer zu hassen. Navigator, ich werde Sie auf dem nächsten bewohnten Planeten absetzen. Schnörk versuchte sich aus der Umarmung zu lösen, Elia jedoch hielt ihn zurück, seine Hand fest umschlungen. Kapitän, Sie müssen fliehen. Diktator und die gesamte Sternflotte suchen nach Ihnen. Hier sind wir in Sicherheit. Nein, Kapitän. Der Richter hat eine hohe Belohnung ausgesetzt und der Richter ist ein mächtiger Mann. Kommen Sie mit mir auf den Planeten Paramadis. Ich habe dort gute Freunde, die Sie beschützen, wenigstens eine Weile. Schechows Stimme kam über die Sprechverbindung. Ein fremdes Raumschiff nähert sich uns. Sollen wir Schutzschirme setzen? Nein, wir sind äh, auf friedlicher Mission, sagte Schnörk. Friedliche Mission, das war für Navigator Scheckhoff etwas ganz Neues. Und er aktivierte die Schutzschirme trotzdem. Die Entenscheiß war schließlich kein beliebtes Raumschiff im Universum. Fremdes Raumschiff setzt Schutzschirme und zündet Waffensysteme, meldete der Wissenschaftsoffizier Spuck. Siehst du, sie kommen dich zu fangen, rief Elia aus. Komm mit mir nach Paradis. Ich werde dich verstecken. Oh, ich schulde dir so viel. Da trat Schnörk an das Sprechgerät und gab der Funkerin Anweisungen, Friedensbotschaften in allen Sprachen vom Band abzuspielen. Sie habe keine Friedensbotschaften, nur solche mit Kriegserklärungen, ließ Funkerin Uhure wissen, und Schnörk hielt es nun doch für richtig, zur Brücke zu eilen und die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen. Auch wenn die Trennung aus der Umarmung Elia Helmreis schwer fiel. Es wird alles gut, Elia, ich bin bald wieder da. Er wagte einen Kuss auf ihre süße Nase und eilte bebend davon. Fremdes Raumschiff, hier spricht Johannes Schnörk von der Entenscheiß. Wir sind auf friedlicher Mission. Schnörk hatte gerade auf seinem Kommandosessel Platz genommen, da begann das fremde Raumschiff zu feuern. Die Entenscheiß wurde von einem heftigen Schlag erschüttert. Fremdes Raumschiff, wer sind Sie? Melden Sie sich. Der Bildschirm flackerte, die Außenansicht verschwand und es erschien: Mein Gott, das Monster von Betaniobe, sagte Schnörk. Sein Sohn Dr. Spuck hatte bereits die richtigen Informationen in seiner Datenbank gefunden. Ein weiterer schwerer Treffer erschütterte den Entenscheiß. Diesmal flackerten die Lichter auf der Brücke und der automatische Rotalarm begann zu tuten. Weitere Treffer würden das Schiff schwer beschädigen. Harkwächter-Trump! hauchte das Monster. Die Augen funkelten in ewigem Hass. »Du hast meinen Vater getötet«, übersetzte Funkerin Uhure. »Hargwächtertrum«, das Monster drückte den Strahlenknopf. Und Sekunden später folgte ein schwerer Treffer. Scheckhoff hantierte an den Einstellungen der Schutzschirme. Rappertre troll Er wird uns in Stücke schmelzen, übersetzte die Funkerin, sich nunmehr sehnlichst nach ihrem Freund bei der Weltraumpolizei wünschend. Rappertre Langsam zu Tode sieden. Uhure klang nunmehr panisch. Monster, hör mich! flehte Schnorp. Hör mich, hör mich, Monster! Du hegst einen tiefen Groll. Ich habe deinen Vater getötet. Ich tat es von bösen Gedanken getrieben, wie wir alle uns oft von Hass, Neid und Missgunst leiten lassen. Ich war ein böser Mensch. Ich war ein böser Mensch, aber das ist anders geworden. Ich habe die Liebe entdeckt, die Kraft der Liebe, die das Universum erhält, die Gemeinschaft des Geistes aller Lebewesen. Die das Neue werden lässt, die die Hungernden sättigt, die Traurigen tröstet, den Armen Hoffnung gibt, die Liebe, die Barmherzigkeit. Monster, ich bitte nicht um mein Leben, aber schone das Schiff, die Entenscheiß, die jetzt auf friedliche Fahrt gehen will. Keine Zerstörung, sondern Erforschung neuer Zivilisationen, neuer Welten, neuen Lebens, dorthin gehen, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist. Monster, ich übergebe das Kommando an Dr. Spuck, den Wissenschaftler der Entenscheiß. Schone nicht mich, aber schone das Schiff. Ich werde mich jetzt zu dir an Bord transportieren. Funkerin Uhure wischte sich eine Träne von der Wange, ebenso wie Dr. Spuck. Das Monster aber antwortete: Du bist ein tapferer Mann, Johannes Schnörk. Ich werde dein Schiff schonen. Und auch dich. Mein Vater war ein gerechtes Monster, ein Monster, das auch an die Gnade glaubte. Leb wohl, Johannes Schnork, ich werde in Vaters Sinne handeln. Monster, deine heutige Tat wird nie vergessen im Angesicht der Sterne, sagte Kapitän Schnork, und alle waren sehr bewegt. Lang leb und reichhaltig, sagte das Monster von Betaniobe und hob die Klauen zum Gruß. Lang leb und reichhaltig, auch du, sagte Kapitän Schnork und nahm auf seinem Kommandosessel Platz. Das Schiff des Monsters drehte ab, machte sich auf den Weg nach Betaniobe, die Überreste des Vaters zu ehren, der nun endlich in Frieden ruhen konnte. <laughs> der Richter war zufrieden. Meine kleine Falle wird bald zuschnappen, dann nur noch Diktator schicken und... Aber Tador ist ein Narr. Hans-Georg! Ein schwerer Kampfroboter schwebte auf einem Antigravitationsfeld herein. Die Elektromotoren summten, die Gelenke klickten und klackten, als sie in Stellung einrasteten. Ich funktioniere zu Ihren Diensten. Hör zu, wenn wir Schnörk haben, wirst du... Der Richter beugte sich ganz nah zu seinem Diener aus Stahl und flüsterte ihm leise und eindringlich Anweisungen in das elektrische Gehör. Bedauere Ihre Entscheidung, das Kommando aufzugeben. Sie sind ein fähiger Raumfahrer. Dr. Spuck und Kapitän Schnörk tranken ein Glas trojanischen Whiskes in Schnörks Kabine. Solange ich Kapitän der Entenscheiß bin, wird es niemals Frieden geben, Dr. Spuck. Führen Sie die Entenscheiß in eine neue Zukunft. So T.U. will, werden Elia und ich eine gemeinsame Zukunft haben. Schnörk hatte bereits gepackt. Ein Koffer musste genügen für ein neues Leben, und nahm als letztes eine kleine Strahlenpistole aus dem Schrank und sagte zu Spuck Sicher ist sicher. Sicher ist sicher, sicher. Meinte auch Dr. Spuck, Zunge und Geist schon etwas betört vom Whisky. Da habe er gleich den Dr. Wiederkäu aufzusuchen, um sich etwas gegen den Alkohol verschreiben zu lassen. Dr. Wiederkoi wurde sogleich gerufen, und er bereicherte die kleine Feier mit einem seltenen Fass wohlgereiften borrello Das hatte er, der alte Schelm, in den Gewölben seiner Bordapotheke gehortet und für besondere Anlässe aufbewahrt. Bald war die gesamte Besatzung in Schnörks Kabine versammelt. Funkerin Uhure brachte Hackfleischbällchen von Blätterteig umwickelt und in heißem Öl frittiert. Navigator tschechow gab mit fortschreitender Zeit immer wieder die Abenteuer des Raumschiffs Entenscheiß zum Besten, über die man nun herzlich lachen konnte, über die meisten wenigstens. Dabei hob er vor allem sein fliegerisches Geschick hervor, dem man es oft zu danken gehabt hätte, dass sich eine brenzlige Situation ins Gute kehrte. Elia Hellenreich spielte traurig fröhliche Weisen von Liebe, Abschied und Tod auf der regularischen Laute. So weich und anmutig, dass Hunkerin Uhure immer wieder in Tränen ausbrach und ihren Kapitän Schnörk mit fortschreitender Zeit auch alle anderen ganz fest an sich drückte. Die Feier ging weiter, bis die Entenscheiß schließlich in die Umlaufbahn des Planeten Paramadis einschwenkte, dorthin sicher geführt vom automatischen Piloten. Lang leb und reichhaltig, sagte Dr. Spuck zu Kapitän Schnörk. Nunmehr Herr Schnörk, da nicht mehr in Uniform, sondern in gepflegter Freizeitkleidung. Die gesamte Besatzung und mit leichtem Handgepäck Ilia Helmreich waren im Transportationsraum des Raumschiffs versammelt. Kapitän Schnörk und Frau Helmreich waren bereit, sich mit dem elektrischen Transportstrahl auf die Oberfläche des Planeten Paramadis zu begeben. Viel Glück für euch alle, sagte Herr Schnörk. Es wurden zum Abschied noch einige Gläser trojanischer Whisky getrunken. Dann begaben sich Schnörk und Ilia auf die Rundplattform, von wo aus der elektrische Transport stattfinden würde. Lang lebt und reichhaltig, verabschiedeten sich alle noch einmal. Uhure drückt Schnörk noch einmal ganz fest und Scheckow betätigt den Transportmechanismus. Schnörk und Ilia lösten sich auf und ließen die Besatzung zurück. Es wurde nicht mehr viel gesprochen. Das Schiff erschien mit einem mal leer und verlassen. Dr. Spuck, nunmehr Kapitän Spuck, zog seine neue Uniform gerade und gab den Befehl zum Aufbruch, vorbeizufliegen an den Zwillingsmonden von Paramadis hinaus ins All, galaktische Rätsel zu lösen und neue Welten zu erforschen. Der Tag, auf den Diktator gewartet hatte, war gekommen. Kaum waren Herr Schnörk und Frau Helmreich auf der Oberfläche des Planeten Paramadis erschienen, sprang er hinter seiner Deckung, einem großen Feldblock, hervor und rief Das Spiel ist aus, Johannes Schnörk. Männer, ergreift ihn. Admiral Gelbfuß und der Adjutant und die Soldaten Diktators, ebenfalls hinter dem großen Felsblock verborgen, machten jedoch vorerst keine anstaltende Aufforderung, taylors zu folgen, ebenfalls aus der Deckung hervorzutreten. Herr Taylor, das ist der gefürchteste Pirat aller Zeiten. Ich weiß nicht recht, begann Admiral Gelbfuß. Schnörk zog blitzschnell seine kleine Strahlenpistole und richtete sie auf Diktator. Schnörk, ich warne dich, komm mir nicht zu nah. Diktator tat langsam einen Schritt zurück und hüpfte mit einem schnellen Sprung, seine Rüstung laut scheppernd, in die sichere Deckung zurück. Hinter dem Felsen entspann sich ein heftiger Disput. Schnörk habe eine Strahlenpistole. Na und, ob sie denn keine Strahlenpistolen hätten? So ging das Argument zwischen Diktator und seinem Mann eine Weile hin und her. Schnork war sich nunmehr ganz sicher, auch dieses Treffen mit Diktator für sich entscheiden zu können. Und behauptete frech, die Entenscheiß auf der Planetenumlaufbahn habe alle ihre Strahlenkanonen auf Dick und seine Leute gerichtet. Sie sei jeden Moment bereit, diese einzusetzen. Im Übrigen habe er Wichtigeres zu tun und müsse gehen. Guten Tag. Er steckte gerade seine Strahlenpistole weg. Bereit, gemeinsam mit Elia Helmreich den Schauplatz des Erbarmens zu verlassen? Da spürte er plötzlich kaltes Metall an seiner Schläfe. Lassen Sie die Waffe fallen, Kapitän, sagte Elia Helmreich, eine eigene kleine Strahlenpistole zitternd in der Hand. Elia, was tust du? Sie haben mein Leben zerstört, Kapitän, meins und das meines Geliebten. Decker? Hilfsmaschinist Wilhelm Decker? Ja, Wilhelm starb in meinen Armen auf der Flucht vor deiner rasenden Eifersucht, sagte Elia helmreich, und Tränen liefen über ihre Wangen. Er war so schwach wie ein Kind. Wirf die Waffe weg, tönte Taylor, der mit seinen Mannen nun doch ins freie Feld getreten war. Ich habe dich besiegt. Nicht du hast mich besiegt, Taylor, sagte Schnörk, und zu Elia gewandt Ich habe dir vertraut. Sie hat in unserem Auftrag gearbeitet und dich hierher in die Falle gelockt. Nein, das wollte Schnörk nicht glauben. Doch, ich bin die Falle des Richters, sagte Elia helmreich. Wir wussten, du lässt dich vom Weibe blenden, armer Tor, hämte Diktator und befahl Schafft ihn weg. Da ergriffen Diktators Männer Herrn Schnörk und fesselten ihn mit einem undurchdringlichen Energiestrahl. Kommt, schöne Frau. Diktator schritt auf Elia zu. Begebt euch unter meinen Schutz. Fassen Sie mich nicht an, Diktator. Elia wich zurück und ging ein paar Schritte zur Seite. Mit einem Mal hob sie die Strahlenwaffe. Die Sonne hatte ein letztes Mal geschienen für Elia Helmreich auf dem Planeten Paramadis. Ihr Leben und ihre Trauer um den geliebten Wilhelm Decker hatten ein Ende gefunden durch eigene Hand. Johannes Schnark, gefesselt von der Energiebarriere, hatte mit ansehen müssen, wie die Strahlenpistole die Frau seines Lebens in Bruchteil einer Sekunde zu Asche werden ließ. Den Ritter Diktator hatte der Ausgang des drames nicht weiter überrascht. Leichliche Liebe, pflegt er seit jeher zu sagen, nimmt ein energisches Ende. Das Ende des Piraten Schnörk würde ebenso bald gekommen sein. Und so lässt er ihn auf das in der Umlaufbahn kreisende Raumschiff Königin der Waffen schaffen. Und dort umgehend auf die Folterbank. Nochmal. Nochmal! Nochmal! Diktator drückte genüsslich den Knopf, der den gefesselten Schnörk gleich mit einem schmerzhaften Elektroschock versehen würde. Die ganze Mannschaft hat der Admiral Gelbfuß auf Geheiß Diktators in der Hauptralle des Raumschiffs antreten lassen. Es sei ein Exempel zu statuieren, wie die Unwilligen und Unlauteren durch Diktators gerechte Hand aus der Weltgemeinschaft entfernt würden. Schnörk, du hast meine Liebe zurückgewiesen. Nun spüre meinen Hass, sagte Dick Taylor zu dem auf der Streckbank gefesselten Schnörk. Und rief dann lautstark, für jedermann hörbar: Seht die Gerechtigkeit walten! Worauf Schnörk von einem heftigen Stromschlag durchgeschüttelt wurde. Du bist ein frustriertes Monster. Röchelte Schnörk fast am Ende seiner Kraft. »Frustriertes Monstrum, was? Ich gebe dir frustriertes Monstrum!« zischte Diktator, rief dann laut Poltern in die Halle. »Ich bin toll, nobel, unberührt von animalischen Instinkten!« Wieder ganz leise zu Schnörk. »Schade, dass ich dich nicht töten darf.« »Noch nicht.« »Ich habe dich beim Zweikampf besiegt auf Dargobel! rief Schnörk, so laut er konnte. »Hä?« machte Diktator und jeder weiß das schnacks worte hallten in einem nicht enden wollenden echo durch den raum zu admiral gelbfuß dem adjutanten zu allen mannen bis hin zum letzten gefreiten stille ich töte dich jetzt sagte diktator und drehte den elektroknopf auf tödliche dosis dem spuk ein ende bereiten ja das würde er nun endlich tun da ertönte ein lautes, tiefes Summen und hereingeschwebt kam Hans Georg, der Roboter des Richters auf seinem Antigravitationsfeld. Halt! rief er. Was halt? Wer sagt halt? Wollte Diktator wissen. Der Richter schickt mich. Was will der Richter? Der Richter will Schnörk. Schnörk ist mein Gefangener. Schnörk ist gar kein Gefangener. Du bist Gefangener. Du bist abgesetzt wegen Unvermögens der roboter sprach nun laut und deutlich in die halle zu admiral gelbfuß dem adjutanten bis hin zum letzten gefreiten kapitän schnörk übernimmt das kommando über die sternenflotte herr tador ist abgesetzt admiral gelbfuß und sein adjutant legten persönlich hand an als schnörk auf geheiß des roboters von seinen fesseln befreit wurde schnörk erhob sich langsam reichlich benommen von der tortur admiral schnörk was soll mit dem gefangenen geschehen fragte hans georg da kniete Diktator nieder und ergriff Schnarks Hand. Johannes Schnark, ich wollte doch nur, dass du mich ein bisschen lieb hast. Schnark blickte auf den knienden Diktator und sagte nur, werf ihn ins Eile und lass ihn laufen. Aber ich hab doch nur für eine Stunde Luft. Komm näher, mein Junge. Schnörk kniete nieder vor der hagelnden Gestalt des Richters und küsste die samtene rechte Hand. Lass uns einen Moment alleine, Hans-Georg. Der Roboter, der Schnörk nach Leviathan in den großen Justizpalast eskortiert hatte, schwebte summend davon. Erhebe dich, mein Freund, sagte der Richter. Ich habe große Pläne mit dir. Kapitän Spuck, ein Funkspruch vom Richter, sagte Funkerin Uhure. Spuck erhob sich vom Kommandosessel, um den Richter angemessen zu begrüßen. Die Entenscheiß hatte unter seinem Kommando bereits mehrere universale Rätsel gelöst, der Richter hatte also allen Grund, zufrieden zu sein. Kapitän Spuck, sagte die verhüllte Gestalt auf dem Bildschirm, kommen Sie umgehend nach Leviathan zu meinem Justizpalast. Aber selbstverständlich, Herr Richter, wir sind schon unterwegs. Und etwas zögernd fügte er hinzu: Nebenbei darf man fragen, was aus Kapitän Schnörk geworden ist. Kapitän Schnörk existiert nicht mehr, sagte der Richter und nahm die Kapuze ab. Da griff tiefes Entsetzen auf dem Raumschiff um sich. Erschrecken würde um sich greifen, auf allen Planeten bis hin in die entferntesten Winkel der Galaxis. Schnörk selbst im Amt des Richters. Nunmehr Herrscher über Leben und Tod. Während die Sonne am Horizont der gigantischen Hauptstadt untergeht, steht Schnörk hoch oben auf der Spitze der tiefschwarzen Pyramide im Zentrum des Universums. Die Luft ist erfüllt vom Summen der geschäftigen Flitzer, die zwischen den Hochbauten hin und her düsen. Aus der Ferne windet sich der Fluss Edda heran, durch Schluchten aus Metall, Glas und Marmor hindurch, entlang den weitläufigen Grünanlagen des ehrwürdigen Universitätsviertels schließlich vorbei an den Landeflächen des großen Raumhafens, von wo aus Tag ein Tag aus Sternenschiffe in allen Formen, Farben und Größen ihre Reise in die Weiden des Raums antreten oder von dort zurückkehren. Schnörk hat die Planung des zweiten Krudischen Krieges, dessen blutigen Beginn er alsbald befehlen wird, fast abgeschlossen. Und bevor er wieder in den Tempel der Macht zurückkehrt, wird ihm die Welt mit einem Mal ganz leise. Das Rot der Abendsonne verschwimmt vor seinen Augen. Das Bild der Stadt löst sich auf in ein Gemälde aus betörenden Farbgestalten. Und er weint zwei letzte Tränen um die für immer verlorene Elia Helmreich. Das war eine Weltraumnovelle von Stefan Telser gelesen von Hans Hirschmüller Musik Stefan Telser Gesamtleitung Stefan Telser Volker Uffelmann Studiotechnik und Ton Fabian Metz eine Produktion der Telloff Productions GmbH